willkommen hier beim Bildungswerk Sport. Mein Name ist Frank Decker. Heute zum Thema Outdoor-Team-Trainings. Wir haben letztens zusammengesessen und haben gebrainstormt sozusagen, wie man auch in unserem Bereich Vereinsarbeit anders gestalten kann und vielleicht auch Vorstände unterstützen kann. Und wir kamen da auf spannende Ideen und in dem Zusammenhang kam dann letztens auch das Thema Outdoor-Training, Outdoor-Team-Training und ich dachte mir, wir machen da heute mal eine schöne Sendung zu und geben ein paar Infos zum Thema und werde vielleicht auch die eine oder andere Handlungsmöglichkeit mal oder Einsatzmöglichkeit mal vorstellen. Also heute Thema Outdoor-Training von der Gruppe zum Team. Outdoor-Training hat ja im Prinzip auch zwei Komponenten. Die eine Komponente ist Sport, die andere ist Bildung. Von daher, was liegt näher als beim Bildungswerk Sport, hier diese Methode mal vorzustellen. Ja, von der Begrifflichkeit her ein komplexes Thema. Im Prinzip geht es im Kern darum, Lernen durch Handlung und Erfahrung zu moderieren, sage ich jetzt mal. Also man stellt im Prinzip einen Lernraum zur Verfügung und in dem können verschiedene Ziele bearbeitet werden. Also Kernpunkt ist wirklich die Erfahrung und die Handlungsorientierung, beziehungsweise das Erlebnis auch, das Gruppenerlebnis. Wir haben ja noch den Begriff Erlebnispädagogik und das Ganze hängt natürlich alles irgendwo miteinander zusammen und differenziert sich durch Zielgruppen und Zielsetzungen, aber im Groben das, was alle Methoden verbindet oder alle Ansätze und Konzepte, ist dieses Lernen durch Erfahrung und Lernen im Prinzip als Handlung. Die Methoden haben auch verschiedene Wirkungsebenen. Also das ist klar, dass es natürlich hier auch auf die Persönlichkeitsentwicklung zielt. Bei jedem Einzelnen, das wäre so diese individuelle Ebene. Die Gruppenebene, da kann man klassischerweise an den Gruppenprozessen arbeiten. Da geht es auch um Handlungskompetenz und natürlich um die sozialen Kompetenzen wie Teamkompetenz und so weiter. Und ja, was von der Definition auch klar ist, Outdoor-Teamtraining heißt, wir befinden uns nicht im Seminarraum, sondern wir befinden uns draußen in der Natur. Meistens, wobei man natürlich auch Elemente aus diesem Ansatz Indoor durchführen kann, das geht auch. Allerdings ist schon der Ansatz, dass man rausgeht und sich in der Regel in Naturräumen aufhält. Das heißt, auch ausgesetzt ist von Wind und Wetter und den ganzen Rahmenbedingungen, die man dann natürlich auch beachten soll. Von der Begrifflichkeit haben wir hier noch viele Unterpunkte bzw. andere Begriffe, die alle in einen Bereich mit reinfließen. Wir haben schon gehört, Incentive, Event, Kickoff, Training, Weiterbildung, das sind alles Begriffe, die man voneinander abgrenzen kann, die in Bezug auf den Begriff Outdoor-Team-Training jetzt erstmal ein bisschen Unklarheit bringen, aber wir sehen auch gleich, da werde ich mal noch drauf eingehen, wie man die verschiedenen Dinge auseinander dividieren kann, differenzieren kann und dann sozusagen zum Kern des Outdoor-Trainings kommt. Fangen wir gleich mit dem Thema an. Im Prinzip ist die Abgrenzung relativ simpel. Entschuldigung. Wir haben letztendlich zwei Konzepte. Das eine ist Erlebnispädagogik, das andere ist Outdoor-Training. Und beide haben ähnliche Inhalte, aber unterscheiden sich halt doch in verschiedenen Punkten. Zum einen zu den Zielsetzungen, zum anderen insbesondere durch die Zielgruppen. Und hier sehen wir, dass Erlebnispädagogik in erster Linie auf Kinder und Jugendliche zielt, auf Schüler und Studenten in ihren jeweiligen Rahmenbedingungen, das heißt große Kundengruppe ist sozusagen Schule
aber auch Uni und Kinder, Jugendliche, da gehen die Angebote natürlich auch bis rein in den Kindergarten. Und ansonsten auch viel mit Multiplikatoren, das heißt alle ja, Multiplikatoren, die in den Bereichen arbeiten, auch im Vereinsbereich, nehmen ganz gerne an so erlebnispädagogischen Veranstaltungen oder Fortbildungen teil und versuchen dann die jeweiligen Methoden dann in ihre eigenen Arbeit mit einfließen zu lassen. Natürlich sind auch Gruppen aus dem gesamten sozialen Bereich hier zu finden. Auch Menschen mit Beeinträchtigungen ist auch ein ganz spannendes Thema. Da ist im Prinzip sind keine Grenzen gesetzt und man sollte dann einfach mal versuchen, auch mit Leuten, die gewisse Handicaps haben, verschiedene Dinge halt umzusetzen. Ich selbst habe eine meiner schönsten Veranstaltungen, ein schönstes ja, erlebnispädagogische Training sozusagen, war mit einer Gruppe von sehbehinderten Menschen, mit Schülern. Und das war ganz toll. Wir haben dann eine Kanutour gemacht über mehrere Tage und im Boot waren sozusagen immer eine sehende Person und ein Schüler, Schülerin, die mit Sehbehinderungen dann unterwegs waren, aber insgesamt mit einer ganz großen Gruppe unterwegs zu sein, 5 Tage, das war eine ganz intensive und spannende Erfahrung. Ja, von den Zielthemen geht es natürlich um Erlebnispädagogik, erstmal um Bildung und um Erziehung, um Pädagogik, wie der Name schon sagt. Ja, viele Gruppen aus dem sozialen Bereich haben die Zielsetzung, das Sozialverhalten vielleicht auch von der einen oder anderen Person zu beeinflussen oder von den Gruppen. Es geht auch auf der individuellen Ebene um Persönlichkeitsentwicklung. Und klassisch auch Selbstvertrauen, Selbstverantwortung, um Gruppenprozesse. Und das kann man hier in diesen Veranstaltungen relativ gut steuern. Wenn man sich das jetzt anschaut, im Vergleich zu dem Punkt Outdoor-Training, ist klar, dass die Inhalte schon sehr ähnlich sein werden, die Zielsetzungen allerdings sich schon unterscheiden. Hier geht es um Fach- und Führungskräfte oder Nachwuchsführungskräfte in erster Linie, wobei eigentlich geht es um Teams aller Ebene. Es geht im Prinzip vom Auszubildenden bis hin zum Management. Man kann hier verschiedene Konzepte fahren in dem jeweiligen Weiterbildungskonzept des Unternehmens. Ja, also hier auch ganz klar die Ausrichtung auf Unternehmen. Und da natürlich idealerweise die Verzahnung mit den jeweiligen Fachabteilungen, mit dem ja, Management-Team beziehungsweise mit der Weiterbildungsabteilung, mit Personal- und Organisationsentwicklung. Und spannendes Thema ist natürlich auch, wenn man neue Teams bildet und versucht, die an den Start zu bringen, versucht, gewisse Reibungsverluste, die am Anfang auch auftreten, oder den Gruppenprozess zu beschleunigen. Das ist auch so ein klassisches Einsatzgebiet hier im Bereich Outdoor-Training. Und von den Zielsetzungen her geht es ganz klar auch um Dinge, die im täglichen Leben oder im Unternehmenskontext eine Rolle spielen. Also es geht um Führungskompetenzen, es geht klassischerweise um Teamentwicklung. Projekte kann man damit ganz gut steuern bzw. inhaltlich bearbeiten. Es geht auch wieder hier die persönliche Ebene, Persönlichkeitsentwicklung, einfach meine eigenen Fähigkeiten, Fertigkeiten. Und es kann um Konfliktmanagement gehen, es kann auch um Kooperation gehen, Kommunikation und um agiles Arbeiten. Agiles Arbeiten ist ja gerade so ein Schlagwort, das durch alle Kanäle getrieben wird. Ja, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Es gibt meiner Meinung nach viele, viele alte Konzepte, die in einen großen Topf geworfen werden, einmal umgerührt werden und das nennt sich dann agiles Arbeiten. Aber durchaus auch einige Anknüpfungspunkte, die man hier im Bereich Outdoor-Training umsetzen kann. Ja, grundsätzlich gibt es, wie gesagt, viele Themen, die man Outdoor umsetzen kann. Man muss oft kreativ sein, aber letztendlich lassen sich viele Zielstellungen da in diesem Bereich abbilden.
Von der Geschichte her ist Outdoor-Training natürlich eng mit der Erlebnispädagogik verbunden, um das nur mal kurz zu skizzieren. Wir haben hier im deutschsprachigen Raum den Reformpädagogen Kurt Hahn, der als erster ein ja, ganzheitliches Erziehungskonzept formuliert hat und auch umgesetzt hat in vielen Bereichen. Kurt Hahn gilt deswegen als Begründer der Erlebnispädagogik. Und vielleicht hat der ein oder andere diesen Satz Lernen mit Kopf, Herz und Hand schon mal gehört. Ist ja relativ bekannt. Der geht zurück auf Kurt Hahn. Und ja, er stellt also quasi in seinem Ansatz das Erleben in den Mittelpunkt, also Erlebnis und die Auseinandersetzung mit den jeweiligen Rahmenbedingungen, mit der Umwelt. Also auch in Naturräumen unterwegs zu sein und betont auch nochmal diese Handlungsorientierung, das aktive Handeln des Einzelnen und stellt das auch nochmal in den Zusammenhang mit dem menschlichen Dasein, also mit der Sinnhaftigkeit dieses ganzen Tuns. Und damit sind wir relativ weit weg von ja, dem klassischen Frontalunterricht, wenn man das mal so im Schulsystem betrachtet. Ja, er hat am Bodensee auch eine sehr, also ein Internat oder eine Schule gegründet, Schloss Salem, gibt es auch heute noch und war einer der Gründer der Kurzschulen, der sogenannten Kurzschulen. Das heißt, er hat erlebnispädagogische ja, Veranstaltungen, Trainings würde man heute sagen, in den sogenannten Kurzschulen integriert, das heißt Outward Bound. Ist eine Bewegung, die daraus entstanden ist. Das heißt, um das mal zu verdeutlichen, Outward Bound als erlebnispädagogischer Anbieter ist mittlerweile in über 40 Ländern vertreten und bietet also erlebnispädagogische Programme an für Kinder, Jugendliche, Vereinsgruppen etc. Und nochmal ein Blick über den Teich in die USA und nach Kanada. Also da war einer der Vorläufer John Dewey. Den Satz Learning by Doing kennt, glaube ich, jeder. Wahrscheinlich weiß niemand, wo er herrührt eigentlich. Also wir haben hier den John Dewey, der in den USA und Kanada so ein bisschen Vorläufer für diese ganzen Strömungen war. 1970 etwa fing dann in den USA und Großbritannien auch das Thema an, relevant zu werden. Da haben erste Unternehmen die Methode für sich entdeckt und da war das in Europa noch relativ unbekannt. In den 80er Jahren gab es mit Sicherheit einige Unternehmen, die das schon durchgeführt haben, aber das war halt eine relativ exotische Methode und man wusste noch nicht so genau, ist das jetzt begründet wissenschaftlich, gibt es da Lernerfolge, wie geht man damit um oder ist das alles nur ja, netter Zeitvertreib. Das änderte sich so in den 90er Jahren, da wurde die Methode irgendwie populärer, aber ich weiß noch, Ende der 90er Jahre, es gab auch damals relativ wenig Literatur oder Studien über die Wirksamkeit von Outdoor-Trainings. Meines Wissens gab es, glaube ich, nur drei. Ich weiß das ganz gut, weil ich da mal eine Diplomarbeit drüber geschrieben habe. Und danach ist quasi das Thema Erlebnispädagogik und Outdoor-Training ja, geradezu explodiert. Und es gibt mittlerweile die vielfältigsten Angebote und Anbieter und auch Literatur dazu und Studien. Ja. Also wir haben ja schon eine gute Differenzierung eben hinbekommen. Also Erlebnispädagogik, wie gesagt, bezieht sich auf Bildung und auf Bildungsprozesse, auf Pädagogik, auf Erziehung. Da in der Methode oder bei diesem Ansatz ist es auch wichtig, dass es gewisse Reflexions- und Transfereinheiten gibt, weil einfach diese Lernprozesse dann auch versucht zu verankert werden oder in den Alltag der Teilnehmer zu transferieren. Das Gleiche gilt auch für das Training, also im Unternehmenskontext. Hier geht es eher um diese Kompetenzen, die im Unternehmensbereich auch Einfluss haben. Es geht um Fertigkeiten und Fähigkeiten und Verhaltensweisen oder Verhaltensänderungen, insbesondere bei Teams.
Die Einbindung ist gegeben in übergeordnete Organisationsentwicklungsprozesse bzw. Personalentwicklungsprozesse. Und dabei ist natürlich auch ganz wesentlich Reflexion und Transfer. Das beinhaltet einfach diesen Anspruch an einen Lernprozess oder einen Bildungsprozess. Wenn man sich jetzt mal anschaut, was ist Event, was ist Incentive, das ist auch im Unternehmenskontext verankert. Wir haben hier auch einige Veranstaltungen, die für Kunden teilweise durchgeführt werden, aber auch für Mitarbeiter, Führungskräfte im eigenen Unternehmen. Da steht allerdings die Belohnung und der Spaß eher im Vordergrund. Das soll so ein bisschen Fun bringen und soll ein Ausdruck der Wertschätzung sein. Und von daher bringt es in diesen Veranstaltungen relativ wenig, da die Übungen und die ganzen Aktivitäten zu reflektieren. Von daher findet das da relativ wenig statt. Und wenn man jetzt noch einen Schritt mehr weiter weg von diesem Bildungsansatz geht, dann ist man hier natürlich im Bereich der touristischen Angebote. Es gibt ja auch Gruppenangebote, die die erlebnispädagogische oder Outdoor-Trainings Inhalte haben. Aber da sind wir dann auf der Ebene von diversen Erlebnispaketen, die man mittlerweile sogar im Supermarkt kaufen kann. Ja, Ziele habe ich einige schon erwähnt, die meisten, also im Prinzip Outdoor-Training als Unterstützung der Weiterbildung in Unternehmen, in Organisations- und Personalentwicklung. Das Erlebnis, wie gesagt, steht bei allen Ansätzen im Mittelpunkt und ich glaube, das ist auch das, was am längsten wirkt. Man erinnert sich wahrscheinlich weniger an ein Kommunikationstraining, das in Frontalunterricht präsentiert wird, durchgeführt wird, aber man wird wahrscheinlich noch länger an das Gemeinschaftserlebnis im Outdoor-Training denken, je nachdem, was da durchgeführt wurde. Wobei man das Thema Kommunikation da natürlich auch ganz gut abbilden kann. Ja, Teamentwicklung, Führungskräfteentwicklung, haben wir alles schon gesagt, Projekte, Kommunikation, Kooperation. Interkulturelle Kompetenzen, auch da ein großes Einsatzgebiet, auch jetzt im Hintergrund Präsenztraining virtuelle Teams bzw. Teams, die aufgrund der Corona-Krise im Homeoffice waren, die sich möglicherweise nur über Videokonferenzlösungen kennengelernt haben. Auch hier jetzt ein großes Thema, wie kriegen wir die Teams wieder zusammen und wie können wir das Ganze verankern oder wie können wir ein neues Lernfeld bieten? Und da wäre Outdoor-Training auch was, um die Gruppenprozesse zu reflektieren im Sinne von Teamentwicklung zum Beispiel. Methoden, Natursportarten stehen da sicherlich im Vordergrund. Vom Meer bis hin zu den Bergen ist da vieles denkbar. Segeln ist so ein klassisches Medium, weil man auf dem Segelschiff mit seinem Team auch relativ wenig Fluchtmöglichkeiten hat. Also da stehen ganz klar im Vordergrund die Gruppenprozesse. Ja, andere Natursportarten wie Klettern, Wandern, Kanufahrten, Mountainbike, Schneeschuhwandern, Abseilen, alles denkbar, alles auch über mehrere Tage mit Teams möglich, auch nette Sache in die Höhle zu gehen, also nennt man Höhlenbefahrung, auch ein ganz tolles Erlebnis. Oder auch Canyoning zu machen, Rafting, was es da alles gibt. Aber wichtig ist das Ganze nur als Aktivität oder als Methode zu betrachten, um, wie gesagt, je nach Zielsetzung die ganzen Ziele zu reflektieren und zu sehen, wie tickt denn eigentlich das Team, wo sind die Verbesserungspotenziale, wie gehen die eigentlich miteinander um, welche Kompetenzen gibt es im Team und wo sind die Entwicklungspotenziale und die Schwächen. Und das ist einfach so ein Weg, um mit diesen Zielsetzungen zu arbeiten, also Methode, Natursportarten, genauso wie die Initiativübungen. Das ist relativ schnell umsetzbar.
Es ist einfach so Kennenlernen, Übungen und Aufgaben, die zum Einstieg in das Thema dienen. Und wenn man das Ganze ein wenig verschärft, wäre man sozusagen bei den Problemlöseaufgaben. Da sind so klassische Aufgaben des Teams, die Teams irgendwo in unbekanntes Gelände zu schicken mit der Aufgabe Orientierung. Möglicherweise auch in kleineren Teams, die sich dann wieder untereinander verständigen müssen und kommunizieren müssen, gemeinsam Probleme lösen. Und zum Beispiel denkbar wäre als Abschluss dann auch eine Konstruktionsaufgabe, ich sage mal Schluchtüberquerung, das heißt eine Seilbrücke zu konstruieren mit Klettermaterial. Und das sind in der Regel komplexe Aufgaben, die das Team ja in mehreren Stunden bis zu einem Tag dann lösen muss, um dann so eine Aufgabe auch zu bewältigen. Seilaufbauten gibt es auch noch als spezielle erlebnispädagogische Rahmenbedingungen, sage ich jetzt mal, also künstliche Seilaufbauten, die kann man im Wald spannen als Niederseilparcours oder auch bestehende Anlagen nutzen im Hochseilgarten. Da gibt es schon verschiedene Übungen, die man auch ganz toll zum Teamtraining nutzen kann, die extra auch dafür konzipiert sind. Also nicht nur den Hochseilgarten zu nutzen, damit jeder Einzelne durchläuft, sondern wirklich auch das Gruppenerlebnis bzw. Gruppenaufgaben da ins Zentrum zu rücken. Eben schon angedeutet, also Reflexion und Transfer ist ein ganz wesentliches Element in diesen Bildungsangeboten, in diesen Bildungsprozessen. Das heißt, es gibt grundsätzlich drei Ansätze, wobei es eigentlich eher zwei sind. Der erste Ansatz, The Mountains Speak for Themselves, ist im Prinzip der Ansatz, den man damals oder vor längerer Zeit vertreten hat, dass man gesagt hat, das muss man dazu sagen, die Rahmenbedingungen waren damals so, dass die Veranstaltungen in der Regel länger dauerten, das heißt mehrere Tage bis hin zu mehreren Wochen. Und da ging man einfach davon aus, dass die Berge sozusagen für sich selbst wirken und die Natur auf den Menschen Einfluss hat und auch das Erlebte auf den Menschen automatisch wirkt. Also das Ganze ohne Reflexion, sondern die Aufgabe der Erlebnispädagogen, der Outdoor-Trainer war im Prinzip nur, die jeweilige Aktivität oder Natursport anzuleiten und zu qualifizieren. Da fehlte sozusagen der komplette pädagogische Rahmen. Und das Ganze wurde dann mit einem Outward Bound Plus Modell, was zurückgeht auf Kurt Hahn, ja, ein bisschen verändert. Das heißt, Reflexion und Transfer stand immer im Mittelpunkt auch und man versuchte diese Lernerfahrungen, diese Erlebnisse zu verankern und idealerweise auch in den Alltag der Teilnehmer zu transferieren und dann auch diese ja, bewusste Erfahrung, das heißt die Erlebnisse, die Lernerfahrungen auch bewusst zu machen und die dann nochmal gezielt zu verankern. Das Gleiche gilt im Prinzip auch für das metaphorische Modell. Das heißt, das wäre ein Ansatz, der auch die verbale Reflexion und den verbalen Transfer ja, vermindert oder beziehungsweise weglässt, sondern man versucht hier ja, ein Lernarrangement zu konstruieren, das im Prinzip Strukturähnlichkeit des Erlebnisraums mit der Alltagsrealität der Teilnehmer herstellt. Genau. Das wäre zum Beispiel in dem Punkt, wenn man mit einer Versicherungsagentur ein Training machen würde, wo das Thema Sicherheit und Vertrauen im Vordergrund steht und man würde von der Methode her im Kletterbereich gehen. Da ist relativ klar, dass es viele Metaphern gibt oder dass man da viele Metaphern auch findet. Gegenseitig Vertrauen, Sicherheit, das ist da natürlich gegeben. Okay, dann haben wir noch ganz kurz das Lernmodell. Das geht davon aus, dass man sich normalerweise in der Lernzone bzw. in der Komfortzone befindet. Komfortzone sind im Prinzip
Die ganzen Grundbedürfnisse des menschlichen Daseins sind erfüllt. Das heißt, man ist warm, satt, zufrieden. Das nennt man die Komfortzone. Man hat quasi alle Kompetenzen, die man so für seinen Alltag braucht. Und das wird jetzt durch erlebnispädagogische oder Outdoor-Trainingsmaßnahmen wird dann aufgebrochen oder man versucht mit dem Teilnehmer in die Lernzone zu kommen. Das heißt, Lernzone ist da gekennzeichnet. Das sind neue Erlebnisse, neue Erfahrungen. Das ist was, was man sich im Alltag wahrscheinlich nicht trauen würde. Man versucht das in einem geschützten Rahmen ja, zu erweitern und quasi zu einem Lernen zu kommen, was sehr produktiv ist und was nichts mit der Komfortzone im eigentlichen Sinne zu tun hat. Wenn man darüber hinausgeht, kommt man natürlich auch in die Panikzone. Da werden auch Lernerfahrungen gemacht, aber die sind in der Regel nicht gut, sondern im Gegenteil, können sehr traumatische Erfahrungen dabei sein. Also wenn man einfach die Anforderungen zu hoch setzt und die Teilnehmer da in einen Bereich bringt oder sich die Teilnehmer da auch selbst reinbringen, wo sie eigentlich keine guten Erfahrungen mehr machen. Und das ist auch die Aufgabe des Outdoor-Trainers, des Erlebnispädagogen zu schauen, wo befindet sich die Gruppe gerade, beziehungsweise wo befindet sich der einzelne Teilnehmer und wie kann ich denen ein Lernen ermöglichen, dass die in der Lernzone sich bewegen und nicht in die Panikzone kommen. Das ist, wie gesagt, das zugrunde liegende Lernmodell. Es gibt noch andere, aber das ist so das bekannteste. Und ja, wenn man sich Teamphasen anschaut, nochmal ganz kurzen Exkurs hier, wie so eine Gruppenentwicklung aussehen kann. Vielleicht gehe ich da in einem nächsten Projekt nochmal mehr drauf ein. Ich skizziere das jetzt nochmal ganz kurz. Also wir haben verschiedene idealtypische Gruppenphasen, die jedes Team durchläuft. Wir haben die Forming-Phase, in der man sozusagen zusammenkommt, man sich kennenlernt und gegenseitig beschnuppert und schaut, mit wem habe ich es denn hier zu tun. Und ja, wie sieht das Team aus und wo finde ich meinen Platz? Und wenn man diese Forming-Phase ein bisschen weiter verfolgt, beziehungsweise vom Ablauf her kommt man dann in die sogenannte Storming-Phase, die Konfliktphase, die wird gerne von vielen, vielen Teams umschifft, weil man davon ausgeht, dass ein Konflikt immer negativ besetzt ist, aber das kann durchaus auch produktiv sein, beziehungsweise zu einem guten Team gehört auch Konfliktfähigkeit dazu. Das heißt, wenn man es schafft, als Team Konflikte konstruktiv auszutragen und keiner beleidigt ist, dann ist das in der Regel sehr produktiv für die Zusammenarbeit und man kommt dann in die sogenannte Norming-Phase. Das heißt, da ist klar, wer dabei ist, da ist klar, unter welchen Bedingungen wir jetzt arbeiten wollen zusammen und da wird sozusagen das Regelwerk fürs Team festgelegt und da werden Teamregeln bestimmt und definiert und es wird klar bestimmt, was sind die Ziele und wie kommen wir dahin und wer hat welche Rolle und das Ganze ist dann relativ transparent und dann kommt man in die Performing-Phase. Das ist sozusagen die Phase mit der höchsten, mit der besten Arbeitsproduktivität. Da hat man so das Gefühl, es läuft einfach und es macht Spaß, zusammenzuarbeiten, die Ergebnisse stimmen und es gibt wenig Reibereien. Das ist so, sind so diese Kennzeichen der Performing-Phase. Und ja, stellt man sich jetzt vor, dass ein oder mehrere Teammitglieder aus unterschiedlichen Gründen austreten und es gibt wieder eine Neubesetzung, dann fängt dieser Kreis wieder von vorne an. Das heißt, deswegen kommt man dann in die sogenannte Reforming-Phase, beziehungsweise dann fängt dieser Zyklus wieder von vorne an. Das ist natürlich ein idealtypisches Modell einer Gruppenentwicklung, aber dient eigentlich ganz gut zur Diagnose. Das heißt, ich nutze das ganz gerne, wenn man mal
eine Abfrage startet vom Team, wo steht ihr denn eigentlich, in welcher Phase befindet ihr euch als Gruppe, beziehungsweise in welcher Phase befindet ihr euch persönlich oder wo würdet ihr euch einordnen? Und das gibt in der Regel ein ganz differenziertes Bild über die Gruppe und je nach Phase gibt es natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten, da methodisch darauf zu reagieren und diverse Inputs zu setzen. Und das nur mal als kleinen Exkurs. Spielt natürlich auch eine Rolle in unserem Kontext, weil mit dem Fokus auf Vereine und Verbände ist ja auch immer Teamarbeit, steht ja im Vordergrund. Ich habe hier mal ein paar Beispiele zusammengetragen auf Vorstandsebene. Outdoor-Training ist wahrscheinlich eine sehr ungewöhnliche Methode, aber durchaus denkbar. Auch hier geht es ja um Zusammenarbeit, um Ziele, um Rollen, um Kreativität. Wie können wir neue Angebote schaffen? Vielleicht noch Weiterbildungsangebote. Wer macht was? Oder wie stellt sich der Verein die Zukunft vor? Mit welchen Angeboten und mit welchen Maßnahmen wollen wir darauf reagieren? Es kann sein, dass es Konflikte gibt, die aktuell bearbeitet werden sollten. Es kann sein, dass man sich Gedanken macht über die Kommunikation nach innen oder nach außen oder hat verschiedene Projekte, die anstehen. All das wären mögliche Einsatzgebiete oder ja, Einsatzfelder. Themen, bei denen man sich mal überlegen kann, macht das Sinn, hier vielleicht mal einen Workshop zu machen, der ein bisschen anders ist als das, was man so kennt. Themen, die einfach in Richtung Teamentwicklung gehen, um Freude, um an der Zusammenarbeit zu ja, generieren und vielleicht das ganze leidliche Thema, oft Vorstandsarbeit in ein neues Licht zu rücken und da ein bisschen Motivation zu schaffen. Also da gibt es mit Sicherheit einige gute Möglichkeiten, die man da implementieren kann. Das Gleiche gilt auch auf der Ebene der Mannschaften und Teams. Also Mannschaftssport, Teamsport besteht, wie der Name schon sagt, auch aus ja, einer Gruppe oder einem Team. Und auch hier ist es ganz normal im Profibereich, denke ich mal, dass die Mannschaften auch mal eine andere Sportart ausprobieren und sich in Sportarten üben, die jetzt mit ihrer eigentlichen Sportart nichts zu tun haben und einfach vor dem Hintergrund, wir machen mal was anderes und wir machen mal einen Teamtag und wir reden auch mal drüber, wie wir als Team besser werden können. Und hier geht es dann um Leistungssteigerung, aber auch um insgesamt das Wir-Gefühl. Und ich denke mal, gerade im Mannschaftssport, wenn das Wir-Gefühl stimmt, und dann werden die Leistungen in der Regel auch besser sein, als wenn es hier im Team auch viele Konflikte gibt. Mentaltechniken kann man hier auch nochmal ganz toll implementieren. Also gerade wenn es um Herausforderungen geht, denkt mal an ja, Hochseilgarten oder Klettern, dass man sich da nochmal mit einem Mentaltrainer an Höhenangst oder andere Themen ranwagt. Also da gibt es auch ziemlich viele Möglichkeiten, da mit Mannschaften und Teams zu arbeiten. Ja, das war's schon von meiner Seite zum Thema Outdoor-Training. Hier insbesondere vom Einsatz, von den Einsatzmöglichkeiten in unserem Bereich im Sport. Ist ein spannendes Thema. Vielleicht hat der ein oder andere, die eine oder andere auch nochmal Interesse, da ein bisschen mehr zu erfahren. Ruft uns einfach an, schaut auf unsere Webseite bildungswerksport.de oder folgt uns in den sozialen Medien. Wir sind offen, wir können auch Referenten vermitteln, wir können mit euch gemeinsam Konzepte erarbeiten oder teilweise auch Veranstaltungen selbst durchführen. Und ja, ruft uns an, schreibt uns eine Mail. Wir sind da, wir freuen uns auf euren Kontakt und
Bis zum nächsten Mal.